Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Survival Ascended. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich würde gerne noch eine Runde ins Schneebiom gehen. Beziehungsweise, ja, nochmal gucken, dass wir das ein oder andere Tierchen noch gezähnt bekommen. Aber vorher möchte ich euch noch zeigen, ich habe ein bisschen gebaut. Das Ganze habe ich ein bisschen offscreen gemacht. Ich war gerade so ein bisschen drin und habe hier unsere Hütte mal fertig gebaut. So sieht das Ganze jetzt aus, möchte ich euch kurz zeigen. Hier unten haben wir so ein bisschen, ja, den Bereich, ne, wo Strom fließt, etc. pp. Dann habe ich hier auch mal alle Schränke mit entsprechenden Schildern versehen, sodass ich weiß, wo was drin ist. Dann habe ich hier, haben wir jetzt unseren Artefaktraum. Wenn wir da mal reinschauen, da werden wir unsere Artefakte mal aufstellen, solange wir sie brauchen. Hier haben wir ein kleines Bad, das habt ihr ja schon gesehen. Passt. Gut, und ich habe tatsächlich noch eine Mod, beziehungsweise, ja, das eine ist keine Mod, sondern das ist vielmehr dieser Trial, kann ich euch mal zeigen, hier im Pausenmenü, dieser Turkey Trial, der momentan gerade läuft. Der läuft, glaube ich, bis zum 18. Dezember noch. Und den möchte ich natürlich nutzen. Das ist ja so ein offizielles Teil von Wildcard. Und ich habe noch eine Mod mit reingenommen, einfach Live-Quality-Mod. Und zwar ist das, zeige ich euch mal hier, diese, früher war es die S-Plus-Mod, die heißt jetzt irgendwie anders. Und zwar ist die QB, Moment, muss ich kurz schauen, damit ich euch das nicht falsch sage, QOL-Plus. Das ist die Mod, wo man sich einfach, wenn man hier Sachen bauen will, einfach das Material mit einem Klick hier ins Inventar ziehen kann. Ist halt einfach wesentlich einfacher. Um Sachen zu bauen, so spart man sich gerade für so ein Let's Play, was wir hier machen, die Hin- und Herrennerei. Und im Zuge dessen, dass ich hier so ausgebaut habe, habe ich diese Mod einfach installiert, weil ich gesehen habe, die ist jetzt verfügbar und habe die installiert und die werden wir jetzt noch nutzen. Ich habe hier oben noch ein zweites Stockwerk drauf gemacht. Hier geht's raus zu unserem Balkon, den habe ich auch ein kleines bisschen vergrößert und hier habe ich dann nochmal ein zweites Stockwerk oben drauf gemacht, einfach so ein Privatstockwerk. Da steht einfach unser Kamin, hier steht ein bisschen ein Tisch. Hier hinten ist unser Schlafbereich auch mit jeweils Kisten und Sachen, wo wir hier hinpacken können. Und ich habe mal diese Puppen aufgestellt, wo jetzt zukünftig unsere Rüstungen dranhängen werden. Und ich selber laufe gerade momentan mit so einer einfachen Rüstung rum, die man halt eben hier hat, wenn man so zu Hause unterwegs ist. Ne? Ich habe jetzt für jede Rüstungstypen habe ich mal eine Puppe aufgestellt. Da weiß man auch gleich, wo man dran gehen muss. Passt die Geschichte. Hier hinten habe ich auch ein kleines bisschen aufgeräumt, also alles in allem war ich schon fleißig. Hier sind jetzt nur noch drei Schmieden und drei Schmelzen, hier steht noch ein Schrank und also die Sachen laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier mal ein kleines bisschen eine fertige Hütte und hier drüben habe ich auch schon mal ein kleines bisschen angefangen, möchte ich euch auch fix zeigen hier. Da wird ein Turm entstehen und was wir hier draus machen, weiß ich noch nicht so genau, aber ich dachte mir, das ist irgendwie ganz cool. So direkten Strandzugang, vielleicht machen wir hier wie so eine Veranda hin. Muss ich mal sehen. Jetzt allerdings zuallererst mal gerne noch ein bisschen ins Schneebiom gehen. Und zwar mit unserem Tiger, wo ist er? Ich möchte noch ein paar Kryokapseln bauen, damit wir die Tiere einfach so ein bisschen... Ich mag das einfach, wenn das geordnet ist, wenn die Tiere nicht überall rumstehen. Deswegen möchte ich noch ein bisschen Kryokapseln bauen und dafür brauche ich Öl. Und Öl brauchen wir auch für Benzin. Gut, ich würde sagen, ich mache mich mal fertig. Wir nehmen natürlich Tiger mit und dann gehen wir mal ins Schneebiom und gucken da mal, was da so... Phase ist. Vielleicht finden wir einen UT, vielleicht finden wir auch noch einen Sabertooth, einen anderen. Alles klar, wir sind soweit. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Hoffe ich mal. Und dann gehen wir mal ab ins Schneebiom. So, dann lasst uns mal schauen, was wir hier noch alles finden. Ein guter UT wäre geil. Ah, ich habe Kryokapseln vergessen. Wir konzentrieren uns erstmal drauf, ein bisschen Öl zu holen. Wenn nicht, müssen wir dann ein zweites Mal her, beziehungsweise gehe ich ein zweites Mal her. Frage, sind das jetzt auch die Steine? Ich hätte ja mal meine Sachen reparieren können, ne? Ja, hier kriegen wir auch Öl raus. Okay, dann nehme ich gleich mal ein bisschen mit. Okay, da vorne ist wieder ein UT. Ist das jetzt... Oh, Level 150 Mammut. Level 10 UT. Level 30 Argentavis und Level 90 Argentavis. Wäre sogar ein männlicher. Wir brauchen ja, wenn, einen männlichen. Was hat er denn für ein... Level 90 Male. Oh Leute, der ist so hübsch. Okay, hilft nichts, da müssen wir wohl da runter.
Mann, der ist so hübsch. Ich meine, der ist nur Level 90, aber der ist echt hübsch. So, dann lass uns mal hier unten ein kleines bisschen rumschauen. Vielleicht finden wir hier noch was taugt. Ist ja hier unten gerade gar nichts los. Das letzte Mal, wo ich hier war, hier richtig Action. Jetzt hier mal gucken. Ich glaube, hier gibt es Perlen. Okay, dann nutze ich mal die Nacht und werde hier mal ein kleines bisschen Öl ranfarmen. Oh, ein Kano. Und wo ein Kano ist, ist ein Jute auch nicht weit, oder? Level 5. Oh, Level 135. Nicht auf mein... Komm. Wir gehen mal nach da hinten, der folgt uns bestimmt. Jetzt hat er den schon angebissen, ne? Ja, komm, dann geh auf mich, genau. Nee, 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 Diggi. Och. Och, Mann. Was ist denn da vorne jetzt noch? Der Kano sieht auch geil aus, aber Level 5. Und hier ist ein Baby-Kano Level 5. Alright, unser Agentavis ist ready. Dachte jetzt eigentlich, hier finde ich noch ein bisschen Ölstein, aber das war... Was haben wir denn jetzt an Öl? Kurz reingucken. 164. Ein bisschen mitgenommen hätte ich noch. Könnte da jetzt mal ein richtig cool hoher sein da. Richtig cool hoher Kano wäre mega. Level 100. Da liegt da. Wir haben sogar gutes Fleisch, oder? Ich warte jetzt mal ab, bis er das erste Mal gefressen hat. Jetzt wir sehen, wie lange wir brauchen. Wenn nicht, gehen wir erst den Agentavis holen. So, jetzt hat er das erste Mal gefressen. 49 Level passt. 37,5%, dann braucht er gar nicht so lange. So, dann nehmen wir uns mal den Loot Drop hier noch mit. Beziehungsweise gucken mal rein. Oh, Öl. Oh, Wolle. So, noch ein bisschen Polymer. Ja, dann gehen wir erstmal heim. Dann muss ich erstmal heimgehen, ein paar Kryokapseln bauen. Und gut ist. Aber ich nehme jetzt halt hier die Ping. Guck mal, was war... Alter, ist der hübsch. Oh, wie kann ich dich denn zähmen? Brauche ich Fisch für, ne? Jetzt gehen wir gerade nochmal zurück zu unserem Kano. Dann holen wir unseren Agentavis. Dann gehen wir erstmal nach Hause, machen ein paar Kryokapseln. Da ist er. So, dann kriegst du das alles mal. Und dann folgst du uns einfach mal unauffällig. Das ist doch so schlecht gar nicht. Gut, dann gucken wir erstmal, dass wir die jetzt heil heimbringen. Kryokapsel machen und dann will ich wieder her. Ich möchte noch Megatherium nach Möglichkeiten, vielleicht noch ein Sabertooth. Dass wir da auch Nachwuchs züchten können, das wäre jetzt, glaube ich, ziemlich cool. Dass wir mal so ein, zwei Tiger mit rausnehmen könnten in der Höhle. Bin ja dann geneigt, mit dem Kano mal hier zu gehen beim nächsten Mal. Also jetzt dann gleich, wenn wir zu Hause waren. Den Kano ein bisschen hochleveln. Haben wir unseren Kanusattel, dann würde ich gerne aber auch gleich noch die Ghillie-Rüstung bauen. Jetzt haben wir Polymer gerade da. Und jetzt will ich mal gucken, bringt es was, wenn wir das Polymer hier reinpacken, das restliche. 17 Minuten? Ach, geht nicht.
Man kann es hier nicht reinpacken. Das ist ja echt übel. So, wenn man es hier nicht reinpacken kann, ja, dann geht's halt kaputt, ne? Was willst du machen? So, kriegt erstmal der Kano seinen Sattel. Ich glaube, mit dem ziehen wir jetzt nochmal los. Ich will den ein bisschen hochleveln. Kann ich jetzt Kryokapseln machen? Jo, eine geht. Gut, da haben wir mal 4 Stück. Sehr geil. Ein bisschen Öl haben wir auch noch übrig. Dann räume ich den ganzen Kram jetzt mal weg und dann ziehen wir gleich wieder los. Sehr cool. Sieht aus, als würde hier ein Baum stehen. Ja, das passt, das passt, das passt. Komm, dann lasst uns... Ah, den Kano habe ich jetzt hier, aber... Ja, der muss erstmal ein bisschen hochheilen. Nee, dann machen wir das anders. Dann nehmen wir Tiger wieder mit. Okay, da vorne hat es schon Megatherien. Das wäre natürlich mega cool, wenn die gleich cooles Level hätten. 35. 75. Da ist ein Juti. 75. Wo kommst du denn jetzt her? No. Oh shit, und Tiger steht da mittendrin. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. So, wir müssen aber in unserer Höhle dann schnellstmöglich zurück. Sind wir gestorben, der Frühne. Och nee, jetzt mach aber keinen Scheiß. Och nee, ist es jetzt wirklich weggeglitscht? Das darf nicht wahr sein. Ach, fuck, ey. So, dann lass uns wenigstens kurz unseren Tiger holen. Tiger, bist du noch da? Och nee, Alter, die ganzen Waffen weg. Ach Mann, ist das ärgerlich. Och nee. Würde aber gerne mal herkommen. Ich hätte den schon gern für Level 5. Gucken, ob der Juti noch da ist. Das wäre natürlich cool, wenn der jetzt da... Aber dann, wenn der unter Wasser ist, ist es auch kacke. Dann können wir auch wieder nichts sehen. Mann. Also. Ich sag's dir, wenn du jetzt hier umfällst, wir haben auch gar kein Fleisch dabei. Oh. Nein, der liegt unter Wasser. Och Mann. Och Leute, was eine Aktion wieder, ey. Geht's aber nochmal nach meinem toten. Das ärgert mich. Mein Gott, Alter, ärgert mich das gerade. Ich meine, es war jetzt nichts so brutal Wichtiges drin, aber das ist doch blöd, ey. Okay, der Juti war auch nix. Würde ich fast vorschlagen, wir starten die ganze Aktion nochmal von vorne. So, also, auf geht's. Wir haben eine Kryokapsel dabei. Die habe ich noch fix gebaut. Und dann gehen wir nochmal ins Schneebiom und gucken mal, ob wir da noch ein Megatherium kriegen oder vielleicht sogar doch noch einen Juti. Ich habe
uns auch ein neues Fernglas gebaut. Level 70, Wild Female. Oh, der ist so hübsch. So, komm, Kano, wir gehen erstmal gucken. Ja, wir gehen darum. Okay, da oben ist eine Explorer-Note. Die nehmen wir uns mit. Aha. Moment. Hallo. Uiuiuiui. Ich glaube, wir machen gerade mal kurz den Abgang. Das war ein bisschen zu viel eben gerade. Oh. Nee, 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 nee. Nicht da reiten. Geil. Boah, Leute, was ist denn da schon wieder los? Haut ab jetzt. Bitte, 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 lass jetzt alles da sein. Oh, nicht schon wieder den ganzen Kram weg. Ich weiß, es ist kalt. Musst du durch jetzt. Ist der Kackwolf noch da? Weg, 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 weg. Oh, knapp. So, wir brauchen einen. Ich brauch dich, Tiger. Komm her. Hoffentlich geht das jetzt gut. Ist der da unten drunter? Ernsthaft? So, da liegt mein ganzer Kram. Okay, dann lasst uns noch mal ein bisschen weiter gucken. Der Kano war einfach für die Wölfe waren noch nicht stark genug, aber es ärgert mich jetzt schon wieder mit der Explorer-Note. Da sind auf jeden Fall schon mal, guck mal. 5. 80. Und das wären Männlöcher. Und da ist schon wieder... Oh, 25, Mann. Level 5er. Der rennt dem hinterher. Ja, da sind wir wieder an unserem altbewährten Platz. Den kennen wir ja schon. Da ist es Megatherium. Das hat auch nicht wirklich viel Level. Da hinten hat es noch eine ganze Menge. Oh, da hat es auch noch ein Megatherium. Oh, 145, Leute, das müssen wir uns holen. Dann würde ich sagen, wir gucken uns erstmal hier um alles, was jetzt hier so ist. Der R steht auf neutral. Das heißt, wir sollten es probieren. Oh nein. Gut, dass wir da oben noch einen Sleeping Bag haben. Okay, hilft aber nichts. Wir müssen erst gehen. Ich muss mich da besser drauf vorbereiten. So, Leute. Da das ja im Schneebiom so hervorragend geklappt hat jetzt, muss ich zwischendrin erstmal was anderes machen. Ich würde mir gerne dieses Event mal anschauen. Dieses Turkey-Event.
Wir schnappen uns jetzt mal einen Argentavis und dann fliegen wir mal rüber. Dann lasst uns mal rüber. Irgendwo muss es ja diese Turkeys geben. Later. Und angeblich spawnen diese Truthähne auch da, wo die Dodos spawnen. Also strandmäßig, aber ich habe noch keinen einzigen gesehen. Und sie sollen wahrscheinlich sauschwer zu killen sein. Erstmal muss ich einen finden, bevor ich das ausprobieren kann. Da unten ist tatsächlich einer. Ich habe einen gefunden, guck mal. Der ist ganz schön auf Krawall gebürstet. Three hours later. So, Stunden später, Leute. Den letzten Schlag. Alter, ich hab's gerade so hinbekommen. Das ist gar nicht so ohne. Junge. So, aber er hat 4 von diesen Wishbone-Dingern dabei. Mega gut. Junge, alles klar. Also das heißt auf jeden Fall genug Munition einstecken und genug Zeug einstecken. Aber sie spawnen überall da, wo es Dodos gibt. Da vorne ist auch wieder einer. Alles klar, dann gehen wir hier nochmal her. Beziehungsweise ich werde da mal ein paar Farben. Das dauert viel zu lange für die Aufnahme. Ich bin dann also nochmal in Richtung Schneebiom losgezogen. Allerdings, was ihr jetzt nicht seht in dieser Aufnahme ist, dass ich vorab noch ein paar Truthähne gejagt habe und mir somit ein paar Skins herstellen konnte. Unter anderem seht ihr in dieser Aufnahme jetzt auch, dass uns ein kleines Chippy begleitet, was ich mir eben aus diesen gesammelten Wishbones erstellt habe. Ich war der Meinung, das Ganze auch aufgenommen zu haben, aber irgendwie ist diese Aufnahme in den Weiten meiner Festplatte verschwunden. Nichtsdestotrotz werden wir uns auf jeden Fall nochmal den Turkey Trial anschauen. Ich werde nochmal ein paar Truthähne jagen gehen. Und wir werden uns auch nochmal ein paar Skins erstellen. Wie dem auch sei, weiter geht's mit dem nächsten Ausflug ins Schneebiom, bei dem es uns endlich gelingt, einen Yuti zu zähmen. Da haben wir unseren Yuti. Jetzt gucken wir gleich mal rein. Wie sieht es denn aus von den Werten? Auch gar nicht so übel. Ja gut, Melee Damage, das ist ein bisschen... Naja, okay, Yuti-Lein. Du kommst jetzt erstmal in die Kryo-Kapsel. Und ich möchte jetzt hier noch ein kleines bisschen nach anderen Tierchen jetzt gucken. In Ordnung. Also, Yuti haben wir. Megatherium wäre noch so das Ziel. Alter, was ist denn das hier vorne? Uff, was ist das denn? Gigatyrannosaurus, Alter! Giganotosaurus. Alter, was ein Vieh! Boah, da machen wir lieber mal einen... Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Yuti. Oh, Junge, 145. Oder den kann ich nicht stehen lassen. So, erstmal die Shotgun raus, die ich mir übrigens neu gebaut habe. So, da kommt er. Bleib mal hier. Du bist doch aber echt bescheuert. Bleib hier.
Nicht ins Wasser laufen. Bitte nicht ins Wasser laufen. Bleib hier. Wo ist er denn? Nein! Oh nee, er liegt über Wasser. Oh, ist das gut. Er liegt über Wasser. 145. Zwei Jutis. Erst kriegen wir gar keine, dann haben wir auf einmal zwei. Wow, das kann jetzt spannend werden. Da kloppen sie sich und da oben ist dieses Gigafee. Giganotosaurus. Level 15. Nein. Da fall ins Wasser oder mach irgendwas, aber geh weg von meinem... Von meinem Jutti, bitte. Komm, geh weg. Geh weg. Ich meine, der hat nur Level 15, vielleicht kriegen wir ihn, aber ich... Wenn ich ehrlich bin, will ich es nicht testen. Genau, geh weg. Geh weg, hier gibt's nichts. Geh woanders hin. Ja, genau, lauf in die Richtung, da ist bestimmt was los. Da ist er. Da. Hinten. Ich bin so ein Held. Oh Leute, seht ihr den da oben? Guck mal, wie hübsch der ist und der ist 130. Echt ärgerlich. Den hätte ich auch noch mitgenommen. Jetzt bringen wir aber erstmal unsere Sachen nach Hause. So, jetzt lassen wir die beiden erstmal raus. Erstmal angucken. Hübsch. Der ist so Standardfarbe, ne? Beziehungsweise er ist Standardfarbe und sie ist rot. Und richtig hübsch. Alter, was Viecher. Okay. Lass uns den Loot-Drop mal holen. Dann basteln wir mal fix einen Sattel für die. Und dann gehen wir nochmal zurück, weil jetzt fehlt am Ende tatsächlich nur noch ein Megatherion. Können wir einen bauen? Beziehungsweise können wir vielleicht sogar zwei bauen? Ich weiß nicht, was wir alles brauchen. Ah, es fehlen Silikonperlen. Also die Perlen. Ja, okay, dann müssen wir im Schneebiom nochmal gucken. Ich glaube, wir gehen mal in Redwood. Mal gucken, was es da so gibt an Megatherien. Wie gesagt, Megatherium hätte ich gern noch und dann die nächste Höhle. Das ist mal so ein grober Plan.